Ja, die Grundsteuer und das könnte man sagen, fast perfekte Chaos. Angekündigt und gleichzeitig natürlich erwartet, dass dort alles nicht, ja, sag ich mal, sauber läuft, weil es nicht sauber laufen kann in der aktuellen Lage. Ja, vieles wurde angekündigt, dass es auch schon hieß, okay, das Ganze läuft nicht so reibungslos, wie es sich viele in der Finanzverwaltung vorgestellt haben. Und ja, liebe Beamte, ja, liebe, sag ich mal, ja, Kollegen, die jetzt gleich schon wieder in die Kommentare runterheizen und sich dann gleich beschweren, das sind, wie gesagt, mittlerweile offizielle Meldungen und ist einfach leider so und da kann man nichts mehr schön reden. Aktuell ist es so, ein neuer Artikel, der mich dann doch auch ja, nicht gewundert hat, dass es jetzt schon so weit ist, denn die ja, Grundsteuererklärungen ja, arbeiten, beziehungsweise diejenigen, die bearbeiten, arbeiten unter enormen Personalmangel. Was dazu führt, dass zum Beispiel auch die bayerischen Finanzämter jetzt einen Brief bekommen haben, wo es ganz einfach drin heißt, ihr dürft jetzt im Großen und Ganzen Personal umschichten aus anderen Bereichen für die Erklärung bzw. Grundsteuererklärung, damit diese schnell und effizient abgearbeitet werden. Das sind im Großen und Ganzen hier auch direkt offizielle Meldungen, weil man einfach hier gedacht hat, das läuft ganz ohne Probleme durch. Wie gesagt, wenn man von vornherein schon damit gerechnet hat, dass auch die Grundsteuer als eine der letzten verbleibenden Vermögenssteuern in Deutschland doch immer wieder auf Kritik stößt, ja auch vor dem Verfassungsgericht ist. Wie gesagt, auch auf diesem YouTube-Channel ist es einer der größten Aufreger, das Thema Grundsteuer, wo man ganz einfach sagen kann, ja, sollte man sich als Gesetzgeber doch oder auch als Finanzverwaltung dann hier drüber Gedanken machen, ob man sich diesen bürokratischen Aufwand ganz einfach hier überhaupt noch antut und hier nicht ein bisschen effizienter gestaltet. Denn zum Beispiel jetzt aktueller Stand ist es ja so, dass hier durchaus dann die Finanzämter ja die Möglichkeit haben, Personal aus anderen Bereichen abzuziehen und für die Grundsteuererklärungen ganz einfach herzunehmen. Was ist das Ergebnis davon? Das Ergebnis davon ist, dass zum Beispiel Betriebsprüfer, die ja doch eine sehr relativ hohe Rendite haben, wenn man sich den offiziellen Berichten so glaubt, dann ist es an der Stelle so, dass die jetzt zum Beispiel nicht mehr 5 Tage lang Betriebsprüfungen machen, sondern an der Stelle natürlich eine, sage ich mal, zwei Tage in der Woche hier zum Beispiel in der Grundsteuererklärung beschäftigt sind. Das heißt, im Großen und Ganzen hat das auch da einen Hauptgrund, denn die Einspruchswelle ist doch enorm groß. Denn hier ist zum Beispiel auch mal eine kleine Liste dazu, die auch ich sehr interessant finde, und zwar zum Beispiel Bürger erheben Einsprüche in folgenden Ländern. Also der Rekordhalter mit 18% der Grundsteuererklärungen oder gegen Grundsteuerbescheide wurden zum Beispiel Berlin 18%, Mecklenburg-Vorpommern 14%, Rheinland-Pfalz 13,6%, Sachsen 12%, Bremen 11%, dann Thüringen 11%, Schleswig-Holstein 10,8%, Sachsen 10,8%, Brandenburg und Saarland 10%, Hessen 9%, Hamburg 8,5%, Nordrhein-Westfalen 6,8%, Bayern 5,6% und Niedersachsen bzw. Baden-Württemberg aktuell nicht bekannt. Wir wissen aber auch, dass einige Länder durchaus gerade die Grundsteuerbescheide nach hinten schieben, um hier auch, sag ich mal, ja, weniger Angriffsfläche zu bieten. Denn, wie gesagt, in allen Bundesländern werden hier gerade massiv Einsprüche ganz einfach, sage ich mal, ja, formuliert und an die Finanzverwaltung verschickt, was den Aufwand grundsätzlich erhöht. Jetzt ist es so, 90% sind abgegeben, 10% fehlen noch und von den 36 Millionen ja, Grundsteuererklärungen. Jetzt ist es natürlich hier so, dass auch durchaus die ein oder anderen Gewerkschaften jetzt bemängeln, dass hier personell seitens der Finanzverwaltungen nicht ordnungsgemäß vorgearbeitet worden ist, weil eben aufgrund, und das muss man auch sagen, hier der finanziellen Situation auch vieler ganz einfach Mieter am Ende schlägt das Ganze auf die Mieter durch und natürlich auch die Selbstnutzer, dass hier natürlich der Bedarf auch besteht, diese Grundsteuer im besten Fall ganz einfach hier so weit wie es geht nach unten zu drücken. Die Finanzämter reagieren, wie gesagt, jetzt Schichtenpersonal um. Und da ist es auch noch sehr interessant, weil es ja nämlich hieß, mit den Hebesätzen. Hier sind zum Beispiel ein paar Städte mit den höchsten Hebesätzen, also kannst du mal umrechnen. Und zwar mit der Grundsteuer Lautertal 1050%, Lorch 1050%, Nauheim 960%, Ringgau und Bergneustadt mit knapp 960% und natürlich auch andere Städte, die teilweise hier im oberen dreistelligen Bereich unterwegs sind.
Fakt ist am Ende, viele Betriebsprüfungen werden jetzt nach hinten geschoben und das ist auch, zumindest so berichten die Gewerkschaften, zum Nachteil der Steuerzahler. Ich würde in manchen Fällen behaupten, dass es sogar zum Vorteil vieler Steuerzahler ist, wenn an der Stelle zum Beispiel Betriebsprüfungen nach AO-rechtlichen Gesichtspunkten gar nicht mehr möglich sind. Zudem, ja, sag ich mal, man ja immer im Normalfall nur die letzten 3 Jahre zum Beispiel prüft. Plus zusätzlich an der Stelle, ja, sag ich mal, die Betriebsprüfungs-, ja, sag ich mal, Frequenz sowieso schon sehr gering ist. Wenn man sich anschaut, dass es zum Beispiel hier bei Großunternehmen alle 5 Jahre, dann natürlich bei Kleinbetrieben laut BMF alle 31 Jahre und bei Kleinstbetrieben, also die klassischen Kleinunternehmen, sind dann alle 94 Jahre eine Prüfung. Das ist durchaus auch ein spannendes Thema, aber Betriebsprüfer sind wie gesagt auch wichtig, damit sie zumindest hier auch ordnungsgemäß schauen, dass alles passt. Aber im Endeffekt ist es trotzdem so, dass ich mir hier ganz klar sagen muss, personell hätte man mit der Grundsteuer viel mehr vorarbeiten müssen und zudem eventuell, was ich ja im letzten Video auch schon gesagt habe, besser koordinieren müssen zwischen den einzelnen Bundesländern und den Gemeinden, weil mittlerweile werfen ja die einen dem anderen irgendwie vor, zum Beispiel die Gemeinden, dass sie jetzt nicht, genau dargestellt haben, wie jetzt die Hebesätze dann ab 2025 sind, schlechte Kommunikation seitens der Gemeinden, wobei man aber auch sagen muss, die Gemeinden haben in kleineren Veröffentlichungen auch da schon ein bisschen gesagt, ja, wir können das ja gar nicht wissen, weil wir ja auch zum Beispiel ja Haushaltsplanungen durchführen müssen für 2025, 2024 und so weiter und so fort. Dementsprechend waren natürlich einige kleinere Gemeinden haben gesagt, naja, wir wären ja auch ein bisschen schön blöd, wenn wir jetzt im Großen und Ganzen direkt reagieren würden und schon jetzt alles offenlegen, wie wir dann die Hebesätze in der Zukunft irgendwie festsetzen, wenn es dann wieder mal anders kommt, als man denkt. Denn auch das ist ja ein Thema, was bekannt ist. Viele Gemeinden und Kreise und wie sie alle heißen, sind ja finanziell eher schlecht da oder stehen schlecht da. Von daher, was ist deine Meinung zum Thema Betriebsprüfungen, Umschichtung von Betriebsprüfern in die Grundsteuererklärungen? Das würde mich auch mal interessieren. Lass es mich unten in die Kommentare wissen. Und bitte, wie gesagt, auch an der Stelle nochmal seid freundlich in den Kommentaren. Und vor allem auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist weiterhin natürlich auch ein Thema, was viele Steuerzahler interessiert, das Thema Grundsteuer. Und vor allem auch, wie natürlich hier an der Stelle bei Steuern und grundsätzlich auch bei der Einnahme von Steuern ganz einfach bürokratisch Steuergeld verschwendet wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt im besten Fall steuerfrei.